Herzlichen Dank, ihr sitzt alle so andächtig da. Ihr dürft auch klatschen, wenn jemand auf die Bühne kommt. Sogar bei mir. Also herzlichen Dank für diesen höflichen Applaus. Ich hoffe, ihr verliert im Laufe des Abends eure Höflichkeit und er wird vom höflichen Applaus zum fulminanten Applaus. Aber wir werden das alles noch üben, keine Sorge. Herzlich willkommen beim 6. Science Slam Salzburg hier in der AG Kultur. Ich bin total froh, wieder endlich in der AG zu sein. Und ich bin vor allem unglaublich froh, dass so viele Menschen da sind. So cool, dass ihr alle heute gekommen seid. Ich weiß, manche von euch müssen sogar stehen. Das hat damit zu tun, dass einfach so viele Menschen heute herkommen wollten. Mehr, als wir überhaupt Sessel zur Verfügung haben. Es tut mir schon ein bisschen leid, dass ihr stehen müsst. Auf der anderen Seite finde ich es eigentlich fair, weil ich stehe auch den ganzen Abend. Also von dem her, genießt es. Es ist ja auch viel gesünder und auch für die Krampfadern und so. Es ist viel besser, wenn man steht. Mutige Forscherinnen und Forscher stellen sich heute wieder der Herausforderung, auf diese Bühne vor diesen gerammelt vollen Saal sich zu stellen und ihre aktuellen Projekte zu präsentieren. Möglichst kurzweilig, pointiert, gerne auch unterhaltsam, vor allem ohne Beamer. Es soll der Mensch, der forscht, im Mittelpunkt stehen. Unser Themenspektrum reicht heute von der babylonischen Sprachverwirrung unter Orchestermusikerinnen und Musikern bis zum smarten Medikamentendispenser, der hier live auf der Bühne präsentiert werden wird. Das Spektrum reicht weiter von mathematischen Kommunikationsproblemen über das typisch männliche Konsumverhalten bis zur Anleitung für den perfekten Sehnenriss. Also durchaus auch praktische Tipps, die man hier heute aus der AG mitnehmen kann. Als Start Nummer 1 ausgelost wurde ein Wiederholungstäter. Es gibt heute sogar zwei Wiederholungstäter. Der erste kommt gleich zu Beginn auf die Bühne. Dominik Walcher war schon vor 2 Jahren hier auf der Bühne. Ja, ich dürfte es gleich applaudieren. Ja, Moment, er kommt nämlich nicht alleine. Er traut sich nämlich nie alleine auf die Bühne. Außer vielleicht bei TEDx ganz am Anfang. Aber ansonsten, beim Slam kommt Dominik nie alleine auf die Bühne. Das letzte Mal hat er ein großes Team. Heute hat er eine starke Frau mit, nämlich Katharina Tucho. Die hat... Katharina, das muss ich jetzt schon noch erwähnen. Erstens einmal hat sie einen Fanclub offenbar mit. Das freut mich. Sie hat vor einer Woche ihr Studium abgeschlossen. Ist jetzt schon nach Wien gegangen, hat schon einen Job in Wien. Das muss ich dann nachher fragen. Das interessiert mich, was das ist. Hat gerade eben ihr Studium abgeschlossen, ist schon weg, aber ist natürlich, sie haben dann über Skype ihre Doppelkonferenz geprobt, sie haben jetzt gerade in der letzten Stunde erstmals live ihren Beitrag geprobt. Also wenn es ein bisschen improvisiert ist, das ist alles beabsichtigt, soll so sein, situationselastisch. Die beiden forschen, also Dominik immer noch, Katharina gerade eben nicht mehr, an der FH Salzburg im Bereich Konsumentenverhaltensforschung. Und Sie eröffnen jetzt diesen Science Slam mit Feminine Nachhaltigkeit, Auswirkungen eines Stereotyps auf das männliche Konsumverhalten. Bitte jetzt einen unhöflichen, tosenden Applaus für Dominik Walcher und Katharina Tucho. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, für den Applaus. Ich muss die Stimmung gleich mal runterdrücken zu Anfang. Ernstes Thema, our planet is on fire. Wir sind alle aufgerufen zu nachhaltigem Handeln. Es gibt da auch eine Lösung, wie sich jeder von uns einbringen kann, das ist der nachhaltige Konsum. Aber es gibt ein Problem und das Problem bist du. Du. Vorher war da ein Kameramann, der war auch das Problem. Und ich, da ist er, ach ja, ich. Und zwar, wir haben tatsächlich gemeinsam, wir sind Männer. Und die Männer haben es nicht so mit dem nachhaltigen Konsum. Und das ist der Gegenstand der Arbeit, der Abschlussarbeit von Kathi Tucho, Feminine Nachhaltigkeit, das was jetzt auch als Buch herauskommt. Und sie soll uns mal erklären, warum die Männer das Problem sind. Ich dachte, wir sind die Lösung. Bitte, Kathi, auf die Bühne. So sieht's aus. Kathi, warum sind die Männer
Warum sind Männer ein Problem und was sind Auswirkungen eines Stereotyps auf das männliche Kaufverhalten? Ja, Dominik, ihr seid das Problem, das Große. Bravo. Denn euer Konsumverhalten ist einfach weniger nachhaltig. Okay. Und der Grund dafür ist eben dieser Stereotyp, von dem hier die Rede ist. Was bedeutet denn das? Also bitte? Männer und Frauen halten beide einen Stereotyp aufrecht, dass Nachhaltigkeit etwas Feminines ist. Aha. Und da gibt es noch sowas wie Gender Identity Maintenance. Okay. Das heißt, grob gesagt, du als Mann versuchst zu jeder Zeit so männlich wie möglich zu sein und auch auf andere zu wirken. Und mit deinem Konsum sendest du Signale aus und deshalb ist für die nachhaltiger Konsum überhaupt nicht gut, denn das betrügt ein bisschen so deine Männlichkeit. Das nehme ich mal so hin. Was bedeuten denn all diese Logos? Also ich habe da mal ein paar Beispiele mitgebracht. Also da mal das, eine Biomarke hat sehr feminines Aussehen. Stimmt. Da auch wieder da die Miriam Weichselbraun als Testimonial auch. Das heißt, es spricht, diese ganzen nachhaltigen Produkte sprechen eher Frauen an. Und überhaupt so, nicht die Männer. Das kann ja jeder sagen. Das ist ein Science-Slam. Gibt es dazu auch Science? Dazu gibt es Science. Ich habe eine Studie durchgeführt und da haben wir mal Produkte einmal in einer neutralen Version und in einer nachhaltigen Version genommen und haben Personen befragt, also die haben randomisiert nachher entweder das neutrale oder das nachhaltige Produkt vorgesetzt bekommen und haben das bewerten müssen. Und da haben wir eben herausgefunden, dass tatsächlich diese nachhaltigen Produkte als femininer wahrgenommen worden sind und es ist auch rausgekommen, dass Männer zum Beispiel gerade bei diesen öffentlichen Produkten wie den Regenschirmen, die nachhaltige Variante eher ablehnen. Aha, okay, also ich verstehe, du hast ja über 300 Leute befragt. Genau. Und diesen Schirm, den jeder in der Öffentlichkeit sieht, den wird der Mann nicht nehmen. Genau. Und sagt sogar, er würde sich schämen dafür. Und dann im privaten Gebrauch, die Zahnbürste zum Beispiel, da sieht man keinen Unterschied. Denn da müssen sie nach außen nicht ihre Männlichkeit verteidigen. Sozusagen. Das habe ich jetzt verstanden. Aber jetzt kommt die nächste Frage. Science haben wir jetzt, müssen wir es zum Slam. Was kann man denn dagegen tun? Dominik, das erkläre ich dir jetzt sehr gerne, aber davor trinken wir mal was, oder? Damit wir gestärkt ja. sind. Ich habe da drüben Cola für dich, such dir gerne eine aus. Ich nehme die. Oh, Dominik, die weißt Zero. Du was? Ist jetzt gar kein Zufall, dass du die gerade genommen Aha. hast. Warum denn das? Wir haben da jetzt Wie kann das denn sein? Du hältst die Lösung für unser Problem in der Hand. Aha. Wir haben hier eine Man darf den Markennamen jetzt vielleicht nicht sagen, aber ein Getränk mit verringertem Zuckergehalt. Das ja. heißt, ist ein Diätprodukt und ist eher für Frauen gemacht. Ja. Das haben nur Frauen gekauft und diese Marke ist dann auf die Idee gekommen, das Produkt für Männer extra noch zu machen, dass die das auch anspricht. Und deshalb ist noch an diese zweite Variante, die du gewählt hast, gemacht worden. Ist das etwa maskulines Branding? Genau, das nennt man maskulines Branding. Das heißt, Aussehen von Produkten oder die Kommunikation an den Kunden wird auf Männer spezialisiert. Das habe ich jetzt schon verstanden. Das macht Sinn. Genau. Und warum kommst du eigentlich gerade aus Wien? Gute Frage, Dominik. Ja, ich komme jetzt gerade aus Wien, weil ich da jetzt bei einer neuen Werbeagentur arbeite, die sie auf maskulines Branding für nachhaltige Produkte. Wie heißt die denn, die Werbeagentur? Die heißt Testosteron GmbH. Ich werde verrückt. Das passt ja total. Ja, Dominik. Und was habt ihr denn für jetzt gerade für Kampagnen am ich Laufen? Ich habe dir jetzt die ersten Produkte von Wirklich? Uns mitgebracht, dass du mal ein bisschen Verständnis Totaler dafür hast. Totaler Zufall. Genau. Vielen Dank. Also da haben wir einmal den grünen Tee, ja. wirklich sehr feminin, Na. Du siehst das, spricht Männer gar nicht Über, an. Würde ich 90% der Kunden sind Frauen. Never. Und deshalb haben wir uns jetzt mal diesen grünen Tee angenommen. Ja. Und bei uns ist jetzt auch nicht mehr der grüne Tee von Teefix, sondern Teestahl, Teefix, grüner Teer. Ah, wirklich, das ist sehr gut gelungen. Also, das spricht mich total ja. an. Also wenn du diesen grünen das Tee kriegst, dann mich, fühlst du dich richtig männlich. Also auch vom Grafikdesign, da merkt man, dass du sehr lange studiert hast. Ja. Hast du denn auch noch andere, vielleicht aus dem Lebensmittelbereich, Produkte? Ja, nachhaltige Produkte, wie der Apfel. Ja. Spricht Männer jetzt an, würde ich also nie Bio-Apfel würdest du Never, nie kaufen. Ever. Genau. Ja, auch nicht. Und da oder? Haben wir uns jetzt das Assoziationsprinzip ja. zunutze gemacht. Und ja. Männer sind ja eher so dieses aggressive, ja. abenteuerliche. Und da, was gibt es Besseres oder Spannenderes wie eine Handgranate? Handgranate. Und wir haben gesagt, wir nutzen jetzt eben dieses Assoziationsprinzip und nehmen den Handgranatapfel. Ah, und da genau. hast du ja auch, habe ich schon gesehen. Such dir mal das raus.
ein paar Prototypen mitgebracht. Wenn du diesen Apfel isst, fühlst du dich richtig männlich auch, ja? Ich muss sagen, den würde ich total gern kaufen und auch essen. Der spricht mich irgendwie im Innersten an, ich kann es nicht erklären. It's magic in this apple. Ich verteile den mal an die Männer, damit ihr mal seht, wie das alles hier auf euch wirkt. Ja, vielleicht Dominik, aber beim Apfel hört es nicht auf. Ja. Wir haben noch weitere Produkte. Wir haben noch weitere Produkte. Oh Gott, jetzt muss ich, aber ganz schön. Und zwar, was ich gut finde daran, ist schon mal, dass es mich anspricht, aber mir fehlt der Österreich-Bezug. Der Österreich-Bezug? Gibt es da denn noch eine weitere Kampagne? Na, gibt es was Männlicheres in Österreich wie ein Arnold Schwarzenegger? Ja. Der ist ja im Begriff von Männlichkeit und den nehmen wir für unsere Produkte als Testimonial. Und was also für, habt ihr im Lebensmittelbereich noch mehr Sachen? Natürlich. Noch einen Apfel haben wir jetzt auch noch die Gurke genommen. Das heißt, unser Arnold Schwarzenegger wird das Testimonial für die Biogurke. Ah, also Conan the Barbarian. Genau. Mit der Bio-Gurke finde ich schon mal ganz gut, aber der Name, der klemmt noch ein bisschen. Der Name, der passt noch nicht also, ganz. Also da war es noch nicht für sehr kreativ. Für unsere Werbekampagne wird es natürlich auch nicht Conan the Barbarian, sondern Conan the Vegetarian. Unglaublich. Ja. Genial. Genial. Danke. Und es gibt ja sowas wie Product Range Management, wo man dasselbe Testimonial für mehrere Produkte einsetzt. Genau. Jetzt wir spinnen das nachher noch weiter, auch für die Bohnen. Ja, Bohnen. Bohnen und es ist nachher natürlich nicht mehr Conan, sondern Bohnen, der Vegetarian. Ja, unglaublich. Wahnsinn. Du, aber beim Schwarzenegger bleiben wir jetzt einmal. Genau, wir haben uns noch an das letzte Produkt, was wir uns noch angeschaut haben, der Bio-Vegan-Marmorkuchen-Backmischung, überhaupt nicht für Männer. Eine Bio-Backmischung. Bio-Backmischung. Und da ist hier auch nochmal der Schwarzenegger mit einem neueren Film. Schau da mal unseren neuen an. Aha, mit so einem Sujet. Und wie heißt er denn dann? Der Germinator von Backmischung. Und der Claim? I'll Bio-Back. I'll Bio-Back. Ich bin total begeistert. Kathi, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Kathi. Großartig. So. Was für ein grandioser Start. I'll be your back. Sind Männer wirklich so dumm und so leicht beeinflussbar? Frag mich nicht, also die Frage ist Expertin. Leider ist es wirklich so, dass Männer halt eine einfachere Denkweise haben. Aber was eigentlich auch ganz gut ist, weil so kann man das Kaufverhalten auch recht einfach beeinflussen und verbessern. Und jetzt jedenfalls einen Riesenapplaus noch einmal für Dominik und Kathi. Vielen Dank. Vielen Dank. Großartig. Herbert Temper ist Zellbiologe, arbeitet an der PMU, an der Paracelsus Medizin Uni Salzburg. Er interessiert sich dafür, was in verletzten und dann hoffentlich wieder heilenden Sehnen sich so abspielt. Und er liefert euch jetzt die Anleitung für den perfekten Sehnenriss. Bitte massiven Applaus für Herbert Temper! Liebe Vorschussvertrauen, mein Ziel für heute wäre, dass Sie nach Hause gehen und sagen, wir haben beim Science Slam wirklich was gelernt, was wir brauchen können, was wir anwenden können. Ich kann nicht erwarten, es auszuprobieren. Sie bekommen von mir heute eine Anleitung, wie Sie sich am besten eine Sehne reißen können. Wir sind immer angehalten, translational zu forschen, also vom Labor zu den Menschen. Ich habe das selber probiert vor einigen Jahren beim Fußballspielen mit meiner Tochter, habe mir die linke Patellasehne gerissen und ich hatte nur beste Erfahrungen mit dieser Verletzung. Sportverletzungen stehen für Sportlichkeit, Dynamik, Draufgängertum, Kraft, Mut. Sie haben immer ein Gesprächsthema, wenn es eher schüchtern sind, Sportverletzungen gehen immer. Oder Sie können Fotos von Ihren Operationsnarben auf Instagram posten, da gibt es dann Likes und so. Das ist viel besser, erheblich besser als zum Beispiel mit Hämorrhoiden zum Beispiel. Da würde ich,
Lass uns die Finger davon, aber Sportverletzungen, also super. Vielleicht kurz vorausschickend, was ist eine Sehne überhaupt? Also anatomisch gesehen ist eine Sehne eine Struktur, die einen Muskel mit einem Knochen verbindet. Der Muskel zieht an der Sehne, die Sehne zieht am Knochen und der Knochen bewegt sie. Also ungefähr so. Ein Beispiel eines Kniegelenks. Ja, und was können Sie jetzt alles tun, um sich so eine Sehne zu reißen? Nun, Sie haben einen ganz klaren Startvorteil, wir haben das vorher schon gehört, wenn Sie ein Mann sind. Männer reißen sich ungefähr dreimal so häufig die Patella oder die Achillessehne wie Frauen. Und wir kennen die Ursache. Die Ursache dafür ist das männliche Geschlechtshormon Testosteron. Testosteron ist ein Steroidhormon und hat drei physiologische Wirkungen. Es macht stark, dumm und glücklich. Und es passt auch zu den Slammern von vorher. Und diese drei Faktoren gemeinsam sind natürlich ein Universalrisikofaktor für Verletzungen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Männer zwischen 40 und 50 reißen sich sehr häufig die Patellasehne, so mittelalterliche. Und wie funktioniert das? Bei einem 50-jährigen Mann wohnt ein 20-jähriger Geist in einem 50-jährigen Körper. Das heißt jetzt, der 20-jährige Geist schreit, komm, spring, und der 50-jährige Körper sagt, bist deppert, spring ja nicht. Aber der Körper springt und die Sehne ist gerissen. Was können Sie daraus für Ihren eigenen Sehnenriss lernen? Behandeln und benutzen Sie Ihren Körper immer so, als wären Sie noch 20. Für den nächsten Tipp, den ich Ihnen geben kann, müssen wir uns ein bisschen die Biomechanik anschauen von Sehnen. Sehnen sind nämlich nicht einfach nur so Gummibänder, die Muskeln mit Knochen verbinden. Das glauben nur Unfallchirurgen. Die Wahrheit ist erheblich komplexer und spannender. Sehnen haben nämlich eine Eigenschaft, die man als viskoelastisch bezeichnet. Elastisch, kennen Sie, elastisch ist ein Körper dann, wenn man mechanische Energie hineinsteckt und die Energie kommt dann auch wieder heraus. Alles gut? Ja. Für den zweiten Teil, für das Viskose, muss man kurz erklären, ein Körper ist dann viskos, wenn die Energie, die man hineinsteckt, nicht mehr herauskommt. Und das ist was uns in unserer Arbeit sehr interessiert. Sehnen haben beide Anteile und wir wollen wissen, wie verändert sich dieses Verhältnis von viskos zu elastisch bei gesunden, bei erkrankten, bei alternden Sehnen. Und jetzt kommt der Tipp für Sie. Viskoelastische Materialien zeichnen sich dadurch aus, dass sich ihre Steifigkeit ändert, je schneller man dran zieht. Das heißt, wenn ich langsam ziehe, passiert nichts. Wenn ich aber schnell ziehe, dann reißt sie. Also ein Tipp für Sie, wenn Sie sich eine Sehne reißen wollen, immer ruckartig. Je ruckartiger, desto besser für Sie. Ein Problem haben Sie jetzt wirklich, sollten alle Ihre Sehnen gesund sein. Weil, da müssen wir uns was ausdenken, aber wir schaffen es. Gesunde Sehnen reißen nämlich nicht. Ist eine Sehne gesund, ist der Schwachpunkt in dem System nämlich immer der Knochen. Da reißt der Knochen, bevor die Sehne reißt. Aber ich kann Ihnen ein paar Tipps geben. Wir forschen für Sie. Sie können zum Beispiel, um sich eine Vorschädigung in einer Sehne zu organisieren, die muss vorgeschädigt sein, können Sie zum Beispiel, oder Sie können zum Beispiel zum Rauchen anfangen. Rauchen hilft, es ist zwar teuer und stinkt, aber am Weg zur Sehnenverletzung hervorragend. Oder was Sie noch machen könnten, alternativ wäre Übergewicht. Übergewicht ist ein großer Tipp. Die hohe Schule für Sehnenrisse wäre die Kombination aus Übergewicht und Diabetes, Typ 2. Das können Sie so machen, indem Sie einfach ein bisschen mehr essen und Sie weniger bewegen, dann kommt es mit der Zeit von selber. Und uns ist dann aufgefallen, dass die meisten Risikofaktoren, die zu Sehnenverletzungen führen können, eins gemeinsam haben. Das Alter, Diabetes, Übergewicht, Rheumatoide, Arthritis, die haben alle eines gemeinsam, dass im Körper erhöhte Entzündungswerte sind über sehr, sehr lange Zeit. Und wir haben uns gedacht, vielleicht sind es ja diese erhöhten Entzündungswerte im gesamten Körper, die Sehnen schädigen. Und dann haben wir uns gedacht, naja, da können wir ja vielleicht noch was machen. Vielleicht ist es ja dann auch bei einer anderen Erkrankung so, bei der noch niemand an Sehnenverletzungen gedacht hat. Und wir haben an Allergien gedacht. Allergien sind sehr beliebt. Und sie sind damit verbunden, dass erhöhte Entzündungswerte im Körper sind. Wir haben dann ein paar Laborexperimente durchgeführt, wo wir an Sehnenzellen ausprobiert haben, was machen denn die, wenn wir denen Entzündungsfaktoren zeigen, und die sind stinksauer, das mögen die überhaupt nicht. Und dann haben wir eine goldene Möglichkeit bekommen, nämlich die Paracelsus 10.000-Studie der Salk und der PMU.
Bei dieser Studie wurden 10.000 Salzburgerinnen und Salzburger zwischen 40 und 70 eingeladen und nach ihrer gesunden bzw. kranken Geschichte befragt. Und wir konnten Teile dieser Studie mit auswerten und konnten daher also schauen, was ist denn mit den Patienten, die an Allergien leiden, wie schaut es denn bei denen mit Sehnenverletzungen aus? Und tatsächlich, was wir gefunden haben, ist, dass Besitzer einer Allergie eine um 40% bessere Chance haben, sich eine Sehne zu reißen. Das ist jetzt für Sie der letzte Tipp, den ich Ihnen gebe. Sollten Sie das Glück haben, an einer Allergie zu leiden, zum Beispiel Tierhaare, dann kaufen Sie sich eine Miezekatze, kuscheln Sie mit der ganz exzessiv, rauchen Sie vielleicht dazu noch eine und Sie werden sehen, Ihrer persönlichen Sehnenverletzung steht nichts mehr im Wege. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und passen Sie trotzdem ein bisschen auf Ihre Sehnen auf. Also Herbert, du bist der Wahnsinn. Das heißt, was nehmen wir uns jetzt mit? Testosteron. Starkstum glücklich. Ja? Das Körper also, so benutzen, als wäre man 20. Also unbedingt vor jedem Skifahrerlebnis den Isländer-Schmäh machen, das steigert den Testosteronspiegel. Und dann möglichst ruckartige Bewegungen. Ruckartig, unaufgewärmt. Unaufgewärmt, ruckartig. Also ich glaube, das schaffen wir. Das wird was. Bitte, wenn ihr euch in dieser Skifahrsaison die Sehne reißt, bitte meldet euch beim Herbert, damit ihr ein bisschen Feedback kriegt, dass das auch Sinn macht, was er da auf der Bühne produziert. Herbert, herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Damit sind wir mitten in den Kommunikationsproblemen zwischen Mathematik und anderen Fachgebieten. Und das ist eine Herausforderung. Wir haben heute einen Mathematiker und eine Mathematikerin, die beide auf keine Schuhspitzen schauen, sondern die so couragiert sind, sich auf die Bühne zu stellen und ins Publikum zu schauen. Einer davon ist sogar ein Wiederholungstäter. Georg Zimmermann war letztes Jahr schon hier auf der Bühne. Seine Kollegin Viktoria Racher hat ihn motiviert, jetzt gleich noch einmal mit einem neuen Thema hier auf die Bühne zu kommen. Sie beide forschen im Bereich Biostatistik, ebenfalls an der PMU. Bitte einen tobenden Applaus. Für das Thema Biostatistik nur zusammen einzigartig mit Georg Zimmermann und Viktoria Racher. Ihr werdet nun gleich einen Ausschnitt sehen, wie Mediziner und Statistiker versuchen, gemeinsam zu forschen. Die Mediziner haben viele interessante Ideen und noch viel mehr Daten, brauchen aber andererseits die Statistiker, um diese Daten auszuwerten. Ob diese Zusammenarbeit immer so einfach ist, ihr werdet es sehen. Ja, mein Forschungsgebiet ist Arthrose, eine degenerative Gelenkserkrankung und ich beschäftige mich mit dem Schmerzempfinden von Patientinnen und Patienten. Dazu muss man jedem Patienten und jeder Patientin einen gewissen Radiographic Status zuordnen und genau da schauen wir uns halt das Knie genauer an. Muss man wissen, Knie besteht aus Femur, Tibia, Patella, Fibula. Weiters kommen noch Patellofemalgelenk, Femotibialgelenk hinzu. Die beiden Compartments medialateral sollte man natürlich auch berücksichtigen. Ja, das sind so die Basics, die man wissen sollte. Basierend auf dem misst man dann noch auf Röntgen, MRT, CT, medial und lateral Joint Space Measuring, kurz GSM, sowie den Kangaroo-Lawrence Grade, kurz KLG. Und mit dem können wir dann den Radiographic dem Patienten zuordnen. Und dann macht man ein paar Schmerztests und somit ergibt sich der WOMAC Pain Score und wir haben auch den Schmerz eingehoben. Und das geht es in meiner Forschung. Oh. Also, jetzt erkläre ich mal was. Ein Probabilistic Index Model, das ist ein multiples Regressionsmodell, das es erlaubt, die Assoziationen zwischen ordinalen Outcomes und beliebigen erklärten Variablen zu studieren.
Definiert ist der Probabilistic Index wie folgt: seien x i erklärende Variablen und y i diese ordinalen Outcomes, diese seien aber wiederum in den Zufallsvektoren zusammengefasst, diese wiederum seien eine Folge von unabhängig identisch verteilten Zufallsvektoren, nicht notwendigerweise aus einer parametrischen stetigen Verteilungsfamilie. So, und unter diesen Voraussetzungen ist der Probabilistic Index nun die bedingte Wahrscheinlichkeit von y i kleiner y j gegeben x i und x j. Ja. Statistiker, Mathematiker, dieses Verhalten ist pathologisch. Ein Fall für die Psychiatrie, straightforward in die geschlossene und fertig. Diese Mediziner, Götter in Weiß. Wenn man denen zuhört, da glaubt man ja gleich, man liegt im Sterben. Na gut, dann versuche ich mich ein bisschen verständlicher auszudrücken. Arthrose ist eine degenerative Gelenkserkrankung, die sich progressiv, das heißt fortschreitend, entwickelt. Wer einmal an Arthrose erkrankt ist, mehr oder minder ja, hat Pech gehabt, muss sich ein Leben lang mit den Beschwerden arrangieren. So, ganz einfach, mal ein Oberschenkelknochen und ein Unterschenkelknochen, dazwischen ist ein Gelenksknorpel. Bei Arthrose beginnt sich der abzubauen. Und natürlich muss der Druck im Knie ausgeglichen werden, jetzt bilden sich nur so Osteophyten. Das sind knöcherne Ausläufer. Ja, und basierend auf diesen ganzen Beobachtungen, die wir von Röntgenaufnahmen ablesen können, weisen wir dem Patienten einen Röntgenstatus zu und erheben gesondert noch den Schmerzempfinden. Und dann schauen wir, wie hängt Röntgenstatus, BMI, Alter, Geschlecht und das Ganze vom Schmerz ab. Ach so, das ist also eine ordinale Zielgröße, dieser Schmerz. Weil das ist eine Größe, da kann man die Werte in eine bestimmte Ordnung bringen. Zum Beispiel, wenn eine Person bei einem Schmerztest 8 Punkte hat, ist das auch immer besser, als wenn sie 15 Punkte hätte. Ja. Aha, naja, und genau dafür sind aber die Probabilistic Index Models gemacht. Und man kann natürlich da auch noch, Definition, weiß nicht, ob das so passt jetzt. Nein. Aber du hast doch gesagt, Röntgenstatus und Schmerz, da gibt es irgendeinen Zusammenhang. Ja. Wie war das nochmal? Naja, der Röntgenstatus, immer gut Patientenakten dabei zu haben. Oberschenkelknochen, Unterschenkelknochen. Dazwischen ist der Gelenksknorpel. So. In einem gesunden Knie hat dieser Gelenksknorpel eine Art Pufferfunktion, kann man sich vorstellen wie der Stoßdämpfer von einem Auto. Was passiert bei Arthrose? Naja, dieser Gelenksknorpel baut sich ab und verschwindet. Naja, der verschwindet aber auch nicht genau genommen irgendwohin. Diese Abbauprodukte, die landen sozusagen im Gelenkspalt, schwirren da herum, erzeugen Entzündungen und natürlich beginnt das Ganze zu schmerzen. So, im schlimmsten Fall baut sich der Gelenksknorpel komplett ab. Naja, jetzt muss dieser Knochen das irgendwie kompensieren, diesen ganzen Druck, der der Oberschenkelknochen ausdrückt. Und was passiert? Es bilden sich so knöcherne Randwulste und das tut richtig weh. Und im schlimmsten Fall haben wir Knochen an Knochen, man kann sich nicht mehr bewegen. Aha. Ah, so ist das also. Ah, und diese Abnützungen, die sehen Sie natürlich auf diesen Röntgenbildern. Und genau das ist dann der Röntgenstatus. Man kann die Patienten in unterschiedliche Gruppen einteilen. Und dann kann ich mit meinen Probabilistic Index Models zum Beispiel sagen, ein Patient mit einem bestimmten Röntgenstatus tendiert er vielleicht zu höheren, zu mehr Schmerzen, als ein anderer Patient mit einem anderen Röntgenstatus. Ja, und zusätzlich kann ich dann noch den Einfluss von Variablen wie Body Mass Index und Ähnlichem berücksichtigen. Genau. Aha. Ja, Sie haben also gesehen, eine gemeinsame Sprache zu finden ist nicht immer so einfach und man muss versuchen, sich in die Köpfe des anderen hineinzudenken. Naja, wenn das aber gelingt, können Statistiker und Mediziner gemeinsam wichtige und spannende Fragen beantworten. Arthrose ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen und eine Hauptursache für Bewegungseinschränkungen bei Erwachsenen. Um Arthrose genauer zu verstehen und Schmerz,
müssen Statistiker und Mediziner ganz eng zusammenarbeiten. Und wenn das auch noch gelingt, dann schreibt man zum Beispiel einen gemeinsamen Artikel für eine Fachzeitschrift, reicht den ein und schickt den an Gutachter. Welche Rückmeldung die Gutachter geben und ob der Artikel dann schlussendlich zur Publikation empfohlen wird, das bleibt eine Überraschung. Ihr beide seid, du hast die Medizinerin wunderbar gespielt, ihr seid in Wirklichkeit beide Mathematikerin, Mathematiker. Ja, genau. Im Mathematikstudium, nehme ich einmal an, wird man nicht darauf vorbereitet, dann in der freien Wildbahn auf Mediziner zu treffen. Wie geht man damit um? Wie bereitet man sich sozusagen persönlich auf diese Situation vor? Wie stellt man sicher, dass man dann beim wirklichen Aufeinandertreffen auch eine gemeinsame Sprache gefunden werden kann und die vor allem auch gehört wird? Wie baut man auch sozusagen das Selbstbewusstsein auf, um gegenüber Göttern in Weiß statistisch zu bestehen? Wie ist eure Herangehensweise? Man muss akzeptieren, dass beide anders sind. Also man kann zum Beispiel mal das Hirnvolumen messen und vergleichen. Also heute war ja schon von Unfall... Ja. Nein, das ist ein anderes Thema. Ja. Nein. Also akzeptieren, sie sind anders. Es gibt eine andere. Wenn man von Wissenschaftskommunikation redet, meint man immer Kommunikation mit der Allgemeinheit. Aber zwischen den Disziplinen ist ja eigentlich fast noch schwieriger. Also was sind eure Tipps? Wie verschafft man sich Gehör? Wie wird man verstanden? Zuhören und so lang blöd nachfragen, bis das man es verstanden hat. Ja. Und es ist wirklich eigentlich nur Nachfragen, Nachfragen, Nachfragen. Also, ja genau, nicht schämen, das ist immer das Erste, ja, weil man muss nachfragen, um den anderen oder die andere zu verstehen. Und das Zweite ist, denke ich mir, Wissenschaft, das ist ja auch generell was ziemlich viel mit Offenheit zu tun hat. Ja. Und so gesehen, wenn man offen ist, wenn man sich für andere Themen interessiert, dann kommt man da schon zusammen. Und ich möchte auch dazu sagen, man muss da natürlich für so eine Performance immer ein bisschen übertreiben. Und uns ist es glücklicherweise noch nie so gegangen, wie am Anfang, Rücken gegen Rücken, ja, und furchtbare Beschimpfungen. Also man kommt schon viel schneller zusammen, ja, auf gemeinsamer Ebene. Und das habt ihr wunderbar szenisch auf die Bühne gebracht. Herzlichen Dank auch für den Appell für allgemeine Offenheit. Ist immer gut. Und nochmal einen Riesenapplaus. Grandiose Performance. Victoria und Georg. Meine Lieben, es kommt jetzt dann gleich ein interdisziplinäres Team zu uns hier auf die Bühne. Das hat einen sehr knackigen Namen, nämlich REACT, deckt aber folgende Studiengänge ab. Gesundheits- und Krankenpflege und Design und Produktmanagement. Also sehr breit aufgestellt. Es geht um das Redesign von Gesundheitsprodukten. Das ist das Re bei React. Der Rest der Abkürzung, schaut, googelt mal die Abkürzung, die ist nämlich sehr, sehr kreativ. Ich habe ein bisschen lachen müssen, wie die Abkürzung sehen, aber ich werde das jetzt nicht im Detail ausbreiten. Googelt es, React ist eine sehr kreative Abkürzung. Wortmitten werden da abgekürzt. Aber das Re steht für Redesign von Gesundheitsprodukten. Und heute wird genauso ein Produkt als Ergebnis eines intensiven Forschungs- und Entwicklungsprozesses in diesem interdisziplinären Team hier auf der Bühne in einer richtig szenischen Inszenierung vorgestellt. Das Team legt sich voll ins Zeug, aktiv dabei, und zwar sowohl auf der Bühne als auch hinten bei der Ton- und Lichtregie unterstützend tätig. Sind dabei Melanie Roth, Magdalena Fischl, Laura Ackermann und Annelie Eddy. Der Titel dieser szenischen Inszenierung ist Oma, da gibt es jetzt zwei Varianten, auch Doppelvarianten bei den Präsentationstiteln, Oma allein zu Haus oder Oma nicht allein zu Haus. Lassen wir uns überraschen. Bitte einen tosenden Applaus für das Team REACT!
sind die jetzt wieder? Die Sonntag. Freitag, mein Gott. Wo haben wir die jetzt wieder? Da haben wir es schon. Sonntag. Ja. So, jetzt müssen sie noch rauskommen. Was haben wir da? Da kommen wieder vier auf einmal. Komm raus, da der Klampert. Die war noch nie dabei. Eine Weiße. Na, da muss ich jetzt fragen, bevor ich da was nehme. Na, du, wir machen das nicht. Wir machen das so, wie wir es besprochen haben mit den Kunden bei der letzten Besprechung. Wir können das jetzt nicht nochmal umändern. Na, Markus, na, ich muss jetzt auflegen. Meine Mama ist schon auf der zweiten Leitung. Die ruft schon wieder an. Ja, ja, bis später. Baba. Hallo Mama, grüß dich, was gibt's denn? Grüß dich, Sofal, du. Ich hätte eine Frage wegen meinen Tabletten. Ja, was willst du denn wissen, gell? Du, wie ist das jetzt nochmal schnell? Die fürs Herz, wann muss ich die nehmen? Die fürs Herz, immer in der Früh. So. Du, und da habe ich so eine Weiße. Was ist die Weiße für eine? Zum Entwässern, dreimal in der Woche, Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Auch in der Früh. Aha. Du, und was ist heute eigentlich für Tag? Mama, Montag haben wir. Das heißt, du solltest die blaue Schachtel nehmen, wo Montag draufsteht und so, wie ich es da eingeschachtelt habe, und einfach das mit dem Vormittag bitte, ja? Weil es ist Montag in der Früh und ich habe echt viel zu tun. Ja. Okay. Das werde ich dann so machen. Vierte gut, so viel. Vierte, Baba. Gut. Grüß dich, Mama. Grüß dich, Sofal. Du, das hat ja die letzten Tage nicht so prickelnd funktioniert. Naja, immer wieder sehr kompliziert. Ja, und jetzt war ich gestern im Geschäft und da gibt es was Neues. Und ich mir dachte, das probieren wir jetzt einfach einmal aus. Für mich? Ja, für dich. Und zwar, das, was wir da jetzt immer eingeschachtelt haben, ja, das ist jetzt alles da drin. Ich habe die ganze restliche Woche schon eingeschachtelt. Ach ja. Und wenn du in der Nähe bist, zur richtigen Zeit, fällt da die Medikamente einfach in den Becher, ja? Und wenn du das vielleicht übersiehst, dann klingelt da so eine Melodie, ja? Die. Ja, genau. Ja. Und jetzt, wenn du das rausnimmst, schaust du mal, wie das funktioniert. Na, da versuche ich einmal, das da rauszunehmen. Ja. Hört auf zu. Genau. Wahnsinn. Ja, genau. Und dann nimmst du jetzt da noch. Nehmen wir es gleich, weil die gehört eh jetzt zum Nehmen, gell? Ja? Ja. So. Ja. Super. Schauen wir mal, wie das funktioniert, gell? Ja? Ja, es schaut mich schon ein wenig schwierig an, muss ich sagen, aber. Ich nehme die jetzt weg, gell? Ja, nicht, dass wir da noch eine Verwechslung produzieren. Nimm's mit. Ja, probieren wir es. Ja, fast. Mama, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich muss vierte, wissen, gell? Vierte, ja? Papa, vierte. Ja, probieren wir es. So, Mittwochmorgen eigentlich hätte die Mama schon längst die Tabletten nehmen sollen, aber offensichtlich hat sie ein bisschen länger geschlafen. Ja? Irgendwie habe ich noch keine Nachricht gekriegt, dass sie es genommen hat. Müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ja? Gehen wir mal ins nächste Meeting. Ja? Oh. Guten Morgen, guten Morgen. Gut. Nein, man hätte es schon sollen, aber offenbar ist der schon noch. Hm? Majestätisch klingt es, aber ich weiß nicht mehr, was die so voll gesagt hat, was ich da soll. Nehmen soll es. Mama! Na, was ist mit euch? Wisst ihr es hier noch? Ja, nimm's halt, ha? Ein Becher hat's gesagt, muss ich nehmen. Na, da werde ich jetzt einmal einen Becher rausnehmen. Krass. Da sind's drin. Der Wahnsinn. Jetzt hat's es offenbar genommen. Jetzt werden wir es einmal anrufen. Na,
Wer spricht? Ich bin's. Mama, grüß dich. Ja, grüß dich, Soffel. Du, ich wollte dich fragen, wie geht's dir denn heute mit deinen Medikamenten? Hast du das schon genommen? Ja, das Säckle habe ich schon genommen. Ist ganz einfach mit dem neuen Gerät. Fällt runter, zack, nimmst das. Ist nicht schwer für mich. Wunderbar, Mama, das freut mich, dass das so wunderbar klappt. Wir sehen uns am Abend zum Abendessen. Mach ja, geil, Pirti, bis dann. Baba. Wer hat's erfunden? Ich darf Ihnen ganz herzlich vorstellen, Annelie Eddy aus San Francisco, die wir hier an die FH gelockt haben, nicht nur als Masterstudierende, sondern auch als Mitarbeiterin des Studiengangs Design und Produktmanagements. Und sie wird noch ein bisschen was erzählen zu diesem Wunderwerk. Pindrop hast du. Dankeschön. Super gespielt, Ladies. Ja, ich werde das jetzt auf Deutsch probieren. Und ich habe Notizen mit, aber ich schwöre, ich habe das designt. Das ist nicht. Aber ich möchte alles erinnern. Aber grundsätzlich, das Ziel von Pilldrop war, die Einnahme von Medikamenten für ältere Menschen zu erleichtern, aber auch die Leute, die zuständig sind, oder Pflegepersonal oder Angehörigen oder Familienmitglieder oder Tochter, dass sie unterstützt fühlen und ihren Mutter oder der Mutter helfen kann. Ja, noch dazu, wir haben einen Bewegungssensor, oder es ist integriert, und das klingt vielleicht komisch, aber es ist integriert, dass wann die Oma vorbeigeht, dass es runterkommt. Nicht, wenn die Oma schläft, nicht, wenn sie strickt irgendwo im Garten oder so, dass es genau zum richtigen Zeitpunkt runterfällt. Upp. Da gibt es auch eine App, dass die Angehörige benachrichtigt werden und somit ist Oma nicht alleine zu Hause. Also. Der Prototyp, der hat, jetzt wäre mir fast der Becher rausgefallen, ja. Der ist 3D gedruckt, oder? Ja? Vielleicht. Ja, vielleicht. Ist aber schön, ist schön. Ja. Das heißt, das Ding hat volle Anbindung ans Internet. Ja. Und von der Sensorik her einen Bewegungssensor, um zu wissen, ob die Oma im Garten stricht oder in der Nähe ist. Ja. Und auch einen Runterfallsensor. Also weiß das Ding, wann die Tablette runtergefallen ist? Ja, weil es löst es dann aus. Aber was ich vergessen habe, ist, dass die verschiedenen Discs sind eigentlich modular. Dass es für einen Tag oder eigentlich für ein Medikament genutzt werden kann. Und denen kannst du eigentlich mehr Verteilungen haben, dass echt jede Person, das voll viele Medikamente hat, oder einmal am Tag für 28 Tage nutzen kann. So ist es, ja, jede Medikamentenregimen. Ja, und wunderbare Symbolik da drin und farblich designt. Wahnsinn. Also, Annelie, du hast das designt. Jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Ich finde deine Akzentmischung so unglaublich charmant. Also San Francisco ist mir klar, aber da ist noch ein zweiter Einfluss. Wie kann man den geografisch verorten? Pongau. Pongau, wow. Dieses Ding ist ein Prototyp. Wurden die schon mit diesem Ding konfrontiert? Und wenn ja, wie haben sie reagiert? Ja. Sie wurden konfrontiert damit. Sie wurden konfrontiert. Ja. Wir haben es sowohl schon im Seniorenwohnheim getestet, sozusagen in einer Reha-Klinik, für Leute, die sozusagen das vielleicht in Zukunft nützen werden. Und wir haben auch sehr viele Pflegekräfte sowohl von der Hauskrankenpflege als auch vom Seniorenwohnheim sozusagen mit eingebunden, sowohl am Anfang der Entwicklung als auch beim Testen. Und es ist echt cooles Feedback, was wir bekommen haben. Und was ist euer Eindruck, wer wird es stärker forcieren? Eher die Omas oder eher die Angehörigen? Ich glaube beide. Also ich war vorgestern bei meiner Oma und sie hat gesagt, sie will es haben. Also ui, na bitte, was will man mehr? Dieses Feedback braucht man. Gratulation, ich gebe das jetzt wieder der Schöpferin. Riesen Applaus noch einmal für das Team React. Jetzt kommt für mich die größte Herausforderung des Abends. Monika Messner
ist Romanistin und ausgebildete Musikerin, Klarinettistin. Und sie verbindet diese beiden Fachgebiete, auch die beiden Leidenschaften, in ihrer Forschung. Sie vertritt heute die Ehre der Uni Salzburg. Und ihr Thema heute. So just la regularité del tempo. Es geht um Mehrsprachigkeit. Es geht um die babylonische Orchesterprobe. Bitte. Orchestralen Applaus für Monika Messner. Mesdames et Messieurs, I'm really happy to be here with all of you tonight, avec le beau Dvorak, avec Brahms et Glanert, and all the beautiful music. Let's commencer avec Dvorak, symphonie numéro 8, tempo 1. Was hat Babylonisch mit Orchesterprobe zu tun, mögen sich nun viele denken. Naja, ihr habt ja alle das Sprachengewirr gehört, mit dem uns Dirigenten in Proben reichlich beschenken. Französisch, Englisch, Italienisch, im besten Fall auch noch ein bisschen Deutsch und Niederländisch, sind nur einige der Sprachen, die sich in Proben von französischen und italienischen Orchestern erweisen als händisch. Und wie kann man das Ganze erforschen? Indem man sich Orchester aussucht, die Einblick geben in ihre Probenarbeit und sich filmen lassen, ohne zu morschen. Das Orchestre de Paris, das Orchestre de l'Opéra de Rouen und das Haydn-Orchester Bozen waren so gnädig und offen, dass ich mich mit einer Videokamera hinstellen durfte, um gute Daten zu erhoffen. Und anhand dieser Videos und dazugehöriger Transkriptionen untersuche ich nun, welche Sprachen in der Probe und für welche Zwecke eingesetzt werden und das, ohne dass sich die Dirigenten dabei vertun. In einer Orchesterprobe treffen mehrere Akteure, Dirigent und Musiker, mit unterschiedlichen sprachlichen Repertoires aufeinander. Vielfach mischen sich auch Gastdirigenten aus anderen Ländern ins Proben miteinander. Diese haben zumeist eine andere Erstsprache als der in der Probe verwendete Code. Zum Beispiel kommt ein holländischer Dirigent nach Frankreich und spricht wohl lieber Niederländisch oder Englisch, ganz im eigenen Mode. Um erfolgreich zu kommunizieren, müssen also ein oder mehrere Sprachen miteinander harmonieren. Im Vordergrund steht dabei immer die Grundregel mehrsprachiger Kommunikation. Es muss eine Sprache gewählt werden, die allen Beteiligten ermöglicht eine Kollaboration. Wie sieht das Ganze nun im Konkreten aus? Zum Beispiel in einem französischen Orchester mit holländischem Gastdirigenten? Naja, auf den ersten Blick läuft es auf einen chaotischen Eindruck hinaus. C'est petit dangereux dans le lever. Yam, pada! Especially quand c'est long dans le tempo. Ja? Mais c'est bon, c'est très bon. Dès, s'il vous plaît. Pam, paya! Pam, paya, like throw the ball, non? Bei genauerer Betrachtung setzt sich in diesem kleinen Ausschnitt Französisch als Arbeitssprache durch. Der Dirigent bemüht sich, Französisch zu sprechen, auch wenn ein wenig zerfurcht. Hier kommt der Sprachwahlfaktor Entgegenkommen mit ins Spiel und verfehlt damit lange nicht sein Ziel. Englisch wird bei sprachlichen Lücken oder sogenannten Gaps eingesetzt, und zwar immer dort, wo der Dirigent mit seinen Französischkenntnissen wird versetzt.
Italienisch wird für fachsprachliche Ausdrücke verwendet. Daneben werden auch reichlich Gesten und Gesungenes gespendet. Mit Singen und Gesten spezifiziert der Dirigent seine verbalen Instruktionen. Diese beiden Codes zeigen neben den verwendeten Sprachen eigene sprachliche Konnotationen. Für eine erfolgreiche Kommunikation in der Orchesterprobe werden also alle möglichen Ressourcen genutzt, doch geht das immer gut, sodass auch niemand stutzt? In den allermeisten Fällen ja, trotzdem liegen Störungen wie die folgende nah. Dvorak, le début. S'il vous plaît, la clarinette, play tenuto. Sorry. C'est possible de play even more tenuto. Ta 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 ti ta ta ti ta 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 ti ta ta. And also more phrasing. Encore une fois. Yes, très bon. This was perfect. Merci beaucoup. Gut, es gibt dann noch einen Bereich, wo sehr international, sehr emotional zusammengearbeitet wird, wo auch dann so ein, meistens von der Persönlichkeitsstruktur, ein ähnlicher Mensch wie ein Dirigent und meistens ein Mann vorne steht, Fußball. Wie ist das Sprachverhalten von Fußballtrainern so im internationalen Kontext? Ähnlich. Also ich glaube, das kann man gut vergleichen, Orchesterproben und Fußballfeld. Weil auch das Fußballfeld sehr international ist und ich glaube, man kann das auch gut vergleichen, weil ich denke mir mal, dass auch die Trainer auf dem Fußballfeld sehr viel Gestik einsetzen, so wie das die Dirigenten in der Orchesterprobe machen, weil sie damit, ja, weil sie damit höchstwahrscheinlich am besten zeigen können, wie dann gespielt werden soll. Aber vielleicht muss man dann auch bedenken, dass Musiker meistens auch einen akademischen Hintergrund haben, hingegen Fußballspieler. Selten, die, ja. Also ich will jetzt. Als Fußballspieler muss man einfach nur den Ball ins Tor bringen. Ja. Was für ein schönes Schlusswort! Monika Meissner, danke schön.
Jetzt wird es aber noch spannender. Eure Entscheidung ist gefallen. Tamara und Felix, die haben sich jetzt auch einmal einen Applaus verdient. Nämlich, ha! Haben nicht nur für die perfekte Soundregie für die notariell beglaubigte Auswertung eures demokratischen Prozesses, sondern auch für die emotionale Unterstützung unserer Slammer Backstage gesorgt. Das ist ein Wahnsinn. Super gemacht. Stefan, kannst du uns bitte jetzt, es ist wie beim Oscar, kannst du uns bekannt geben, wen ihr alle zum heutigen Siegerbeitrag gekürt habt. Du meinst bitte. Dieses geile, fantastische Publikum? Ja, dreh schnell um. Ja, ich bin jetzt nicht Heidi Klum, deswegen kann ich es nicht so super spannend machen. Ich kann euch mal sagen, wer es nicht war. Ding, ding, ding. Tempfer. Könnt ihr euch das anfangen? Herbert? Zellbiologe? Die Anleitung zum perfekten Szenenriss! Herbert! Wow! Bravo! Wohl verdient! Ich lag mit meiner Einschätzung vorher offenbar nicht ganz falsch. Herbert, du bist der Wahnsinn. Du bist definitiv ein Wahnsinn. Wie geht's dir jetzt? Emotional? Wie fühlst du dich? Ich bin überwältigt. Nein, ich bin überzeugt, sie werden es schaffen und wir werden für sie weiterforschen, auch an anderen Geweben und Organen. Also mit der Sehne fangen wir an. Wir werden das erweitern. Ich verspreche es Ihnen, nächstes Jahr gibt es dann Knochen oder wir finden was für Sie. Liebe Tamara, jetzt kommt die wohlverdiente Medaille. Yes! Bravo! Danke. Danke, Herbert. Das war der 6. Salzburger Science Slam. Ich freue mich auf den 7. Es gibt jetzt auch für alle heute Aktiven noch einmal Getränke, aber zum Mitnehmen. Grandioser Siegerbeitrag, aber wirklich insgesamt. Es war halt ein unglaublich tolles Niveau. Also ich hatte großen, großen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Alle Slammer bitte noch einmal mit einem Riesenapplaus und schon bewaffnet mit ihrer Weinflasche auf die Bühne. Mir geht ein bisschen auf die Seite. Kommt, Stefan. Schritt nach vor, ja, wunderbar, perfekt. Das war's. Genießt noch den restlichen Abend. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.